Schwarz hat einmal ein alter Kirchenlehrer, glaube im 3. Jahrhundert oder 5., hat mal gesagt, durch die Seele, die im Herzen ist, durch die Seele lebt der Mensch. Durch den Leib sieht und hört er. Aber erst durch den Glauben, die Liebe und den Geist, Heiligen Geist, sind sie. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, oder solltet es sein. Erst dann wird er mit der Gottheit vereint. Denn wo der Heilige Geist ist, ist der Vater und der Sohn. Ich finde das immer, ich habe so viel aus einem einzigen Satz gelernt, als ich beim Vater zum Vater gehen musste und dann nachher schickte er mir zum Sohn, sie saßen zusammen, und der Sohn sagte dann ein Wort, nun geh zu unserem Heiligen Geist. Und erst wenn man mit Gott vereint ist, wird man nach seinem Bild gestaltet. So was Gott gesagt, lasst uns den Menschen schaffen nach unserem Bild und Gleichnis. Und dieses wunderbare Gefüge dürfen wir nicht zerstören, aber die Kirche macht es. Der Glaube darf einfach nicht herausgerissen werden aus unserer Seele. Und wenn das geschieht, wo heute über 80% ist, dann wäre das diese sogenannten Toten, von denen Jesus sagte, lass die Toten begraben. Ebenso muss man die Heilige Schrift, man muss sie mit dem Heiligen Geist lesen. Dann auch etwas für die Leute, die es so schwer haben. Halt hat mehr oder weniger fast jeder, wenn nicht ganz jeder, schwer. Sorgen, Kummer. Und die heilige Rosa von Lima sagte dazu, alle sollen wissen, dass auf die Anfechtungen, die man hat, die Gnade folgt. Sie sollen einsehen, dass die Größe der Gnadengaben in dem gleichen Maße wächst, wie die Mühsale zunehmen. Sie sollen erkennen, dass wir ohne die Last der Bedrängnis nicht zum Gipfel der Gnade gelangen können. Dann haben wir noch was anderes. Viele werden verletzt von den Menschen, von überall. Auch der Böse belästigt viele. Das tut weh, oh, das tut furchtbar weh. Wenn ihr mit Gott zusammen seid, schaut, dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Heute sollt ihr den Heiligen Geist so erbitten, wie die Juden den Messias erbeten haben. Wenn ihr verletzt werdet, man sagt dann manchmal, mein Herz ist verwundet, oder ist irgendetwas. Meine Lieben, wisst ihr, dass ihr dann einen wunderbaren Geruch ausströmt für Gott? Also besser gesagt, Jesu Wunde, wo er hat, im Himmel, das ist der Wohlgeruch des Himmels. Aus seiner Wunde kommt Hell, kommt Wunder, das Allerschönste, was man. Und ihr seid kleine Christusle. Ihr dürft auch mithaben, teilnehmen. Wenn ihr ein Leiden habt, schenkt es ihm. Und dann tragt ihr es auch leichter. Ich kann, viele kommen zu mir und wollen, dass ich ihnen helfe, dass wieder alles gut ist. Das kann ich nicht unbedingt. Es gibt Ausnahmen, wenn Gott will. Aber was ich kann, ist vielleicht euch ich kann euch die Kraft geben, es zu tragen. Meine Lieben, tut mir leid, aber es kommt noch furchtbar schlimmer. Das Volk ist dafür so dumm und die Regierung ist auch so blöd.
Die wird ja alles nur gemanagt von weit, weit, weit oben. Und die weit, weit da oben haben einen Chef, der nennt sich Luzifer. Satan. Und diese da weit, weit oben wissen, dass es Luzifer ist.